Ja, das bessere Aussehen als Mick Jagger ist ja nicht so schwierig. Insofern danke für die Einführung. Und wir im Norden der NDR lieben es ja, uns immer gegenseitig etwas anzustacheln. Insofern freue ich mich, heute hier in München sein zu dürfen und habe eben schon mit Herrn Beck gesprochen, dass er mir ja eine wunderbare Vorlage gegeben hat, dass er so sein Gehirn rausgehoben hat und dann sagt, das Herz ist eine Pumpe und nun noch schlimmer, der Darm ist ein Rohr. Uiuiui. Also, wir haben unsere Karten ausgetauscht, werden ein längeres Abendessen haben, um bestimmte Dinge zu korrigieren. Das Herz ist in den seltensten Fällen eine Pumpe. Schon 1972 hat der Direktor der Charité gesagt, wie konnten wir so irre sein zu denken, das Herz ist eine Pumpe, ein so kleines Organ, so viel Blut, auf einem so langen Weg durch ein System pumpen zu können, ist völlig unmöglich. Das System ist viel komplizierter aufgebaut, als wir es uns mechanisch denken. Und das gilt jetzt recht, und ich bin ja nun der Gastroenterologe, für den Darm. Das ist nun, weiß Gott, nicht nur ein Rohr. Nun, so viel zum Gehirn von Herrn Beck. Aber Herr Beck wird es mir nachsehen, weil er weiß, ich mag ihn. Nun, wir wollen jetzt uns dem Thema widmen, fit durch gesunde Ernährung. Und da kommt ein Lieblingsthema von mir zuerst zum Tragen, nämlich die Frage, was ist denn Gesundheit? Und wenn wir uns das anschauen, dann sagt die Weltgesundheitsorganisation, ein Zustand des vollständigen körperlichen, des geistigen und sozialen Wohlergehens. Und nicht nur die Abwesenheit von Gebrechen oder Krankheit. Wenn Sie sich aber das mal vor Augen führen, was kann das bedeuten, dann haben wir ungefähr 8 Milliarden Auslegungen. Was ist soziales Wohlergehen? Was ist geistiges Wohlergehen? Da gibt es ja nicht eine verbindliche Definition, die für alle Menschen gelten würde, im Gegenteil. Das ist sehr individuell auszulegen. Insofern müssen wir uns mal fragen, was ist denn nun mit unserem heutigen Gesundheitssystem? Unser heutiges Gesundheitssystem basiert gar nicht auf der Gesundheit, sondern es basiert auf der Pathogenese, also auf dem Verständnis von Krankheit. Das heißt, wie entsteht Erkrankung? Welche Ursachen haben Krankheiten? Wie können wir diesen Krankheiten begegnen? Welchen Verlauf haben sie? Wie können wir sie therapieren? All das sind Fragen, die uns heute beschäftigen. Aber wir befassen uns damit gar nicht primär mit Gesundheit. Das müssen wir uns vor Augen führen, dass das eigentlich ein Problem sein kann, denn es kommt sowas dabei heraus. Lesen Sie es mal in Ruhe. 17,5 Mal geht der Deutsche im Durchschnitt im Jahr zum Arzt. Im Durchschnitt. Das heißt, jeder von Ihnen, wenn wir ihn als Durchschnitt nehmen. Ja, wieso das denn? Denn dagegen steht dieser Teil, dass der Arzt sagt, wir fassen uns kurz, ich will Sie ja nicht zu lange aufhalten. Ist nett gemeint, ja? Aber dabei kommt heraus, er hat ein paar Minuten Zeit und schon nach wenigen Sekunden befasst er sich mit anderen Dingen nebenher. Gewissermaßen, der Patient wird zu langweilig. Das ist ein Riesenproblem in unserem Gesundheitssystem. Und wir brauchen aus meiner Sicht, und deshalb ist das heute der Auftakt, eine Ergänzung. Eine Ergänzung könnte sein die Salutogenese, eine Ergänzung zur Pathogenese, nämlich die Frage zu stellen, wie bleibt der Mensch gesund? Und Aaron Antonowski, ein Medizinhistoriker, der aus Amerika kommt, hat Studien gemacht an Frauen nach dem Konzentrationslager. Und hat sich gefragt, wie kann es sein, dass Menschen so schreckliche Erlebnisse halbwegs gesund überleben? Welche Ressourcen haben sie, um überhaupt dieses Grausen durchzustehen? Das war sein Ansatz. Und er hat sich also gewissermaßen gemacht auf die Schatzsuche, welche Möglichkeiten haben denn Menschen, Ressourcen, Widerstandsfähigkeiten?
insgesamt gesundende Kräfte in sich und nicht nur so sehr auf die Fehlerfahndung, was wir bei der Pathogenese machen mit den berühmten Risikofaktoren. Und er hat vieles Interessante gefunden. Das können wir nun leider heute nicht alles ausbreiten, aber das Zentrale ist das Kohärenzgefühl. Das Kohärenzgefühl besagt, dass ich in den Dingen, mit denen ich mich auseinandersetze, einen Sinn sehe, dass sie handhabbar sind und verstehbar. Das sind die zentralen Dinge gewesen. Dass ich also trotz allem, zum Beispiel im Konzentrationslager, in meinem Leben einen Sinn finde. Dass ich so konzentriert bin auf diese Seite, dass ich auch die Widerstände habe, all dem, was ich ausgesetzt bin, etwas entgegensetzen zu können. Nun, das könnte eine aus meiner Sicht gute Ergänzung sein und Herr Antonowski hat das sehr schön zusammengefasst. Ich möchte Ihnen das vorlesen. Ich gehe davon aus, dass wir alle während unseres Lebens eine lange Skipiste herunterfahren, an deren Ende ein unumgänglicher und unendlicher Abgrund ist. Die pathogenetische Orientierung, also unsere heutige, beschäftigt sich hauptsächlich mit denjenigen, die an einen Felsen oder einen Baum gefahren oder mit einem anderen Skifahrer zusammengestoßen sind oder in eine Gletscherspalte fielen. Weiterhin versucht sie uns davon zu überzeugen, dass es das Beste ist, überhaupt nicht Ski zu fahren. Der salutogenetische Ansatz beschäftigt sich damit, wie die Piste ungefährlicher gemacht werden kann und wie man Menschen zu sehr guten Skifahrern macht. Und wir brauchen heute aus meiner Sicht beides. Und das ist die Grundlage auch zu verstehen, dass wir eine Verantwortung haben für unsere Gesundheit. Und wenn wir diese Möglichkeiten, die in uns sind, einsetzen und sie verantwortlich handhaben, dazu gehört oder ist eine gute Möglichkeit die Ernährung, dann können wir sehr viel für unsere Gesundheit tun. Das wäre eine Primärprävention, wenn wir den Menschen verdeutlichen können, du trägst eigentlich die Fähigkeiten in dir, bestimmte Dinge umzusetzen. Das müsste in der Schule beginnen. Man könnte auch sagen, in dem jungen Elternhaus. Aber es müsste rechtzeitig und früh beginnen. Denn Krankheit und Gesundheit sind nicht einfach Pole, Gegensätze, sondern sie sind Polaritäten. Das hat schon Goethe uns sehr schön deutlich gemacht. Eine Polarität hat immer einen Pol auf der einen, einen Pol auf der anderen Seite, aber etwas, was dazwischen liegt. Eine Verbindung dieser Pole. Das ist der Unterschied zwischen einfachen Gegensätzlichkeiten. Und das sehen Sie hier an dem Krankheits-Gesundheitskontinuum. Wir befinden uns immer mal mehr auf der einen Seite, mal mehr auf der anderen Seite. Denken Sie daran, wenn Sie morgens aufstehen. Da gibt es der eine, der fühlt sich mehr auf der Krankheitsseite. Und der andere fühlt sich abends mehr auf der Krankheitsseite. Gibt es jemanden unter Ihnen, der sagt, ich bin 100% gesund? Der hebe bitte den Finger, er kann sofort hier nach vorne kommen. Bitte? Nee. Das ist erstmal eine Sache, wie Sie sich selbst fühlen. Wenn Sie sagen, ich bin 100% gesund, dürfen Sie herkommen. Ja? Sie dürfen die ganze Zeit hier stehen bleiben, kommen Sie. Das wäre zum Beispiel ein Kriterium für Gesundheit, dass Sie die halbe Stunde hier durchhalten. Nee? Also, ich will damit sagen, 100% gibt es in einem menschlichen Leben gar nicht. Denn auch keiner wird von Ihnen den Finger heben und sagen, ich bin 100% krank. Denn es ist völlig klar, wären Sie 100% krank, könnten Sie den Finger nicht heben. Also, insofern, wir bewegen uns auf einem Kontinuum und es ist nicht ein Gegensatz, wo man sagen kann, man ist entweder gesund oder krank. Nun, deshalb glaube ich, eine Verbindung von Pathogenese und Salutogenese wäre etwas Exzellentes. Ich bin 33 Jahre Krankenhausarzt gewesen und ich kann sagen, eine exzellente Möglichkeit, die wir heute haben mit unserer Medizin, Menschen vor dem Ertrinken zu retten.
Wir fragen uns, warum ist der Mensch erkrankt? Das ist die Pathogenese. Wir haben eine Fürsorge durch unser Gesundheitssystem, alles wunderbar. Und wir können im Notfall wunderbar eingreifen. Auf der anderen Seite aber, die Salutogenese hätte sozusagen die Möglichkeit, den Menschen mit all dem, was wir heute Komplementärmedizin nennen, also ergänzende Möglichkeiten, dem Menschen das Schwimmen beizubringen. Ihn zu einer Eigenbefähigkeit zu führen, Befähigung zu führen. Und dieses zusammen müsste eigentlich unser Gesundheitssystem ausmachen. So viel als Vorspann. Nun gehen wir auf den Stoffwechsel und auf die Verdauung direkt zu. Ein Mensch frisst viel in sich hinein, Missachtung, Ärger, Liebespein und jeder fragt mit stillem Graus, was kommt da wohl einmal heraus? Doch sieh, nur Güte und Erbauung, der Mensch hat eine prächtige Verdauung. Dieses von Eugen Roth, dieses Gedicht, macht sehr schön deutlich die Doppelseitigkeit der Verdauung. Also, wir können manches verdauen, was erstmal unverdaubar scheint. Und das gilt auf der körperlichen und auf der seelischen Seite. Und schon Hippokrates hat 400 vor Christus gesagt, lass Nahrung deine Medizin sein. Nun, was ist aber eine gesunde Ernährung? Da stehen wir heute vor einem Rätsel. Der eine sagt Paleo, der nächste sagt vegan, der dritte vegetarisch, dann kommt wieder fünf Elemente, Ayurveda, Sie können die Trennkost nehmen, Makrobiotik, Rohkost und so weiter. Und wir müssen sagen, es ist nicht einfach, heute aus der wissenschaftlichen Sicht mit der Ernährung. Ständig ändert es sich, was ist eine gute Ernährung. So hat Mark Twain schon gesagt, das sicherste Nahrungsmittel ist Wasser in mäßigen Mengen genossen. Aber auch das ist heute nicht mehr sicher. Nun, unsere Nahrung sollte mit den Lebensmitteln Mittel zum Leben sein. Und Lebensmittel sind die, die noch Leben in sich tragen. Nur das kann auch Leben erhalten. Und damit ist es wichtig, dass es überwiegend naturbelassen ist und von guter Qualität. Unser jüngster Sohn hat gerade gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, wieso heute eigentlich die biologischen Nahrungsmittel gekennzeichnet sind. Es müsste umgekehrt sein. Und aus meiner Sicht hat er recht. Denn eigentlich ist das biologische Nahrungsmittel das Natürliche. Aus meiner Sicht auch das Selbstverständliche. Aber nichts hat sich so stark geändert wie in den letzten 100 Jahren die Ernährung. Wir können heute sagen, die Tendenz geht eindeutig zu einer vegetarischen Kost. Kaum jemand hat 2015 registriert, dass die WHO gesagt hat, verarbeitetes Fleisch ist krebserzeugend. Wem war das so eindeutig bewusst? Ja, Sie sehen, aber deutlich die Minderheit. 22 Wissenschaftler an der WHO machen nichts anderes, als Jahr für Jahr zu durchforsten, was könnte auf der Erde Stoffe sein, Substanzen sein, die krebserzeugend sind. Sie haben eine Klassifizierung gemacht, Gruppe 1, 2a, 2b, 3. In Gruppe 1 ist zum Beispiel Nikotin und Wurstwaren. Gruppe 2a, Glyphosat und rotes Fleisch. So, nun muss man sagen, da kommt mein guter alter Freund, den ich nie kennengelernt habe, Paracelsus, der gesagt hat, in der Ernährung ist fast alles eine Frage der Dosis. Natürlich sind nicht das Problem zwei Scheiben Wurst die Woche. Aber der deutsche Mann isst 1,6 Kilo Fleisch und Wurst, rotes Fleisch und Wurst, im Durchschnitt in der Woche, nicht im Jahr. Und da liegt das Problem. Wir haben kein Verhältnis mehr zu den Mengen, die gesund sind. Wir essen viel zu viel rotes Fleisch. Und deshalb hat Herr Leitzmann so schön gesagt, das beste Fleisch ist das Fruchtfleisch. Also die Tendenz zum Vegetarischen ist heute wissenschaftlich eindeutig zu begründen. Und dafür haben wir jetzt plötzlich eine Fülle von Untersuchungen.
Vor 5 Jahren haben wir begonnen mit den Sendungen im Fernsehen, haben natürlich jetzt viel, sagen wir mal, Kontakt mit Ernährungsmedizinern weit in Europa und so weiter. Und plötzlich ist in den letzten Jahren überall Forschung und Forschung auf dem Gebiet der Ernährung, der Verdauung, des Stoffwechsels. Vor 10 Jahren hat noch kaum jemand über Ernährung gesprochen. Jetzt kommt im Sommer in diesem Jahr der Facharzt für Ernährungsmedizin. Das sind Bewegungen, wo man sagen muss, toll, dass wir zeigen, wir sind auch lernfähig. Nun, wir könnten sagen, das Grundprinzip bleibt die gute alte mediterrane Küche. Das heißt sehr viel Frisches, Gemüse, Obst, Salat, gute Öle. Das sind die Öle zum Beispiel, die ich hier aufgelistet habe, und nur geringe Beilagen. Die mediterrane, moderne Küche macht es anders. Die macht oft so ein Berg Nudeln, bisschen Soße drüber. Das ist nicht gemeint. Die Beilagen sind also in der guten alten mediterranen Küche immer klein gewählt. Kaum Fleisch, und heute würden wir sagen, achte auch auf den Fisch, den du isst. Sie kennen vielleicht die Berichte aus Norwegen und Ähnlichen, auch aus deutschen Teichen über Lachs. Nichts ist so giftig wie aus bestimmten Fjorden in Norwegen der Lachs. Sowas von angereichert, dass man sagen muss, wow. Also, sehr aufpassen, was für Fisch man isst, woher er kommt, das ist wichtig. Nun, zum Würzen würde man sagen, versuche einmal herauszukommen aus dem Salz. Haben Sie eine Vorstellung, wie viele Deutsche einen Bluthochdruck haben? Sagen Sie mal eine Prozentzahl. 50? Nicht schlecht, alle schon sehr hoch geschätzt. Also wir können sagen, im Durchschnitt 30-35%. Und bei den über 60-Jährigen bis 80%. Das ist eine gewaltige Zahl und hängt mit unserem, unter anderem natürlich nur, mit unserem starken Salzkonsum zusammen. Also viel besser wären die entzündungshemmenden Gewürze, wie jetzt hier aufgelistet, Kardamom, Kurkuma und so weiter. Also man muss an dieser Stelle sagen, wir haben manche Möglichkeiten, von vornherein sozusagen darauf mit einzugehen. Ja? Wichtig ist auch unser Trinken. Wasser mit 60% ist nun mal ein wichtiger Nährstoff für uns. Wir sollten 1,5 bis 2 Liter pro Tag zu uns nehmen. Aber wichtig ist natürlich, was wir trinken. Kuhmilch ist kein Nahrungsmittel des Erwachsenen. Kuhmilch ist ein Nahrungsmittel für das Kind und für den Säugling, aber nicht mehr für den Erwachsenen. Exzellent sind Kräutertees ungesüßt, selbstgemachte Fruchtsäfte zum Beispiel. Und sehr gut, wie wir seit kurzem wissen, sind 3 Tassen Kaffee, schwarz, frisch gemahlen und frisch gebrüht. Es gibt sogar Studien, die eindeutig belegen, Kaffee ist nicht nur entzündungsbremsend in dieser Menge, 3 Tassen, und nicht handeln dann womöglich, meine Tasse ist aber so, sondern wirklich Tassen. Ja? 3 Tassen sind wirklich entzündungsbremsend, aber vor allen Dingen auch krebsvorbeugend. Wir haben einige gute randomisierte Studien, wo wir sehen konnten, dass der Kaffee exzellent in diesen Maßen getrunken ist. Nun kommen wir zu einem besonderen Kapitel, Alkohol. Alkohol, ich bin nun ein Leben lang sehr befasst mit meinem Lieblingsorgan. Das ist die Ergänzung zum Gehirn, nämlich die Leber. Und die Leber reagiert relativ empfindlich auf Alkohol. Haben Sie eine Vorstellung, wie viel, wenn man jeden Tag etwas Alkohol zu sich nimmt, wie viel Gramm eine weibliche Leber verträgt? Werfen Sie mal eine Zahl in den Raum. 12 Gramm, sehr gut. Das ist aber, oh, guck mal. Ich hätte jetzt gesagt 14, nämlich. Also insofern, wunderbar. Er liest mit, das ist sehr schön schon mal. Also wenn man dies sieht, ist es natürlich gemein. Es ist ein bisschen ungerecht aufgeteilt. Die männliche Leber verträgt doppelt so viel. Aber wenn wir das in der Praxis angucken, was bedeutet das denn?
Das bedeutet 0,1 Liter Rotwein. Wer schenkt sich bitte so wenig in sein Glas ein? 0,1 Liter. Wenn Sie sich was ins Glas einfüllen, dann wird es kaum 0,1 Liter sein. Das ist im Grunde genommen die Obergrenze, wenn man jeden Tag jetzt Alkohol zu sich nehmen würde. Und da sind wir auch leider weit davon entfernt. Nun kommt ein Problem, was wir insgesamt haben. Wir sind eine Brotgesellschaft. Es gibt 3000 Brotsorten in Deutschland. Nirgendwo auf der Welt gibt es so viele verschiedene Brotsorten. Und ich nun als Kind relativ nah nach dem Kriege geboren, bin sehr viel mit Brot aufgewachsen. Wir sagen heute, 2 Scheiben sind genug. Viele essen aber 5 und 6 oder essen 2 morgens, 2 abends und nur noch 2 mit zur Arbeit. Das ist für den Salzgehalt schlecht, das ist für vieles andere auch schlecht. Wir sagen heute, achtet besonders auf den Weizen. Die Weizensensitivität, die hängt zusammen mit einem bestimmten Eiweißstoff, ist schon bei 10% der Deutschen verbreitet. Gluten, eine wunderbare Modeerscheinung, da verdienen die Leute viel Geld dran, ist nur verbreitet bei 0,5 bis 1% der Bevölkerung. Also viel seltener. Es gibt viel seltener die Spru oder Zöliakie, das ist die Erkrankung, die als Grundlage ist für das Gluten, als eben die Weizensensitivität. Wenn man ein Getreide meidet, dann eher Weizen, wenn man Probleme hat. Nun, so könnte eine Pyramide aussehen. Ausreichend gut trinken, Obst, Gemüse, vom Brot schon ein bisschen weniger, vorsichtig mit Fleisch und mit dem hier oben besonders vorsichtig. Vor einer Woche in Hamburg sagte ein Zuhörer, hier in München scheint man nicht ganz so frech zu sein wie in Hamburg, lass uns die Pyramide umdrehen. Nun, das kann man gerne mal versuchen, aber man würde merken sehr bald, was dann dabei rauskäme. Nun, so etwas wie Präbiotika sind sehr wichtig. Das ist das Gemüse, ob es nun so ist, die Artischocke oder die Pastinake. Das wären gute Beispiele für Gemüsearten, die wir viel, viel zu selten essen. Und es gilt dabei die sogenannte Fünferregel. 3 Handvoll Gemüse am Tag, 2 Handvoll Obst. Bis vor wenigen Jahren sind viele Ärzte durch die Welt gezogen und haben gesagt, 6 bis 8 Portionen Obst. Wir wissen heute, dass das völlig falsch war. Denn der viele Fruchtzucker erzeugt ein Riesenproblem. Er führt vor allen Dingen gerade zu einer sogenannten Fettleber. Und das ist, der Fruchtzucker in zu starkem Maße genossen, ist mindestens so schädlich wie die Glucose, also unser Haushaltszucker dann. Ja? Nun, Ballaststoffe, sehr wichtig für das Ganze, haben wir gesagt. Und wir können zusammenfassen, unsere heutige Ernährung, die gute alte mediterrane Küche, eine antientzündliche, wir sollten darauf achten, antientzündlich, was fördert Entzündungen? Das ist besonders Milch, das ist besonders, also Milch direkt, nicht Milchprodukte. Das ist besonders Weizen, das ist aber besonders zu viel Zucker. Und als letztes wieder das Fleisch und ganz vorne steht da das Schweinefleisch mit sehr viel Arachidonsäure, die Entzündungsprozesse fördern. Wir wissen heute, chronische Entzündungsprozesse sind für Erwachsenenkrankheit in vielen Bereichen die Basis. Zum Beispiel für Arteriosklerose, zum Beispiel für Arthrose. Für viele Prozesse wie Autoimmunerkrankungen kommt es überall zu chronischen Entzündungen. Wir kennen heute 84 Autoimmunerkrankungen verschiedener Art. Wir arbeiten ja in einem Klinikum zusammen mit 34 verschiedenen Ärzten. 5 davon sind Rheumatologen. Insofern haben wir viel damit zu tun mit Autoimmunerkrankungen. 84 verschiedene. Aber alle münden am Ende in eine chronische Entzündung. Egal, ob sie sich an der Leber abspielen, ob sie sich am Darm abspielen, an den Gelenken und so weiter. Ja? Insofern ist eine antientzündliche Ernährung wichtig. Dazu gehören dann gute Öle und eindeutig die Tendenz zum Vegetarischen. Ein Problem, was ich gerne kurz mit Ihnen noch anschauen möchte, ist, wie essen wir? Es ist zum Teil eindrücklich.
Wir haben nun unsere Praxisgemeinschaft mitten in der Stadt, gegenüber der Staatsoper. Und wenn man dann mal so mittags durch die Gegend geht, dann sieht man, wie bestimmte Mitarbeiter von bestimmten Firmen gar keine Zeit haben und ihre Pizza in der Hand haben und die schnell essen, während sie nochmal im Schuhladen gucken oder sonst wie im Alsterhaus. Also das Essen sozusagen unterwegs. Oder wie viele essen heute im Auto? Keine Zeit fürs Essen. Also das darf für die Zukunft nicht mehr sein. Es ist nämlich keineswegs selbstverständlich, dass wir zu essen und zu trinken haben. Haben wir dafür eine Dankbarkeit? Wenig. Wenig. Bis vor 100 Jahren war das nicht so eindeutig. Wir wissen heute auch kaum noch, woher unsere Nahrungsmittel kommen. Auch das ist ein Problem. Deshalb haben wir mit unseren Kindern gerne noch ein Tischgebet gesprochen. Ich glaube, das war eine Möglichkeit. Wir hatten nun auch das Glück, dass wir Mitbesitzer eines Demeter-Bauernhofes sind und unsere Kinder da zum Teil sein konnten. Sie hatten also schon noch den Eindruck, woher kommen diese Nahrungsmittel. Es ist irgendwo wichtig, auch das zu berücksichtigen. Und dann denken Sie an den Rhythmus. Rhythmus ist wichtig dafür, dass Sie fit sind. Und Rhythmus gilt natürlich auch für die Ernährung. Rhythmus ist Leben. Die Frage stellt sich, wie oft essen Sie? Haben Sie feste Zeiten? Machen Sie Pausen? Wann ist Ihre Hauptmahlzeit? Wann essen Sie abends zuletzt? Essen Sie morgens überhaupt was? Nehmen Sie sich Zeit für Ihr Essen. Es wird vielleicht das größte Gut der Zukunft sein, die Zeit. Dazu brauchen Sie ein Stück Gelassenheit und Liebe zu sich selbst. Also füttern Sie sich und füttern Sie sich gut, ja, auch in einem Rhythmus, denn Sie erwarten auch, dass Ihre Organe in einem Rhythmus funktionieren. Der Gesamtorganismus funktioniert nach bestimmten Rhythmen. Wenn Ihr Herz nicht 60 bis 80 Mal pro Minute schlagen würde, sogar in einem bestimmten Verhältnis noch zum Atemrhythmus steht, dann würden Sie sich wundern, was passiert. Und Sie und ich auch muten unserem Organismus einen völligen Arrhythmus zu. Jahrelang. Und unser Organismus hält es überwiegend aus. Wir können ihm dankbar sein. Nun, dann braucht unser Darm für die Fitheit und für den Stoffwechsel Bewegung. Der Mensch ist in Polaritäten, wie wir sie kurz vorhin angedeutet haben, aufgebaut. Hier oben, was Sie gerade zuletzt gehört haben, im Gehirn, braucht es äußerlich immer absolute Ruhe. Wenn da Bewegung entsteht, sind wir krank, dann haben wir eine Hirnerschütterung. Unterhalb des Zwerchfells, wo wir kein Bewusstsein haben, weil wir nicht in der Lage wären, den Stoffwechsel selbst zu dirigieren. Wenn da Ruhe eintreten würde, wären wir schwer krank. Es wäre ein Ileus, ein Darmverschluss. Diese Polaritäten müssen wir wahrnehmen und das rhythmische System dazwischen gleicht eigentlich diese Polaritäten ständig aus. Aber der Darm, der braucht Bewegung und er braucht auch ihre äußere Bewegung, damit er seine Arbeit tun kann. Was denken Sie, wie viele Schritte der Deutsche pro Tag macht? Im Durchschnitt. Bitte? 5.000? 800. Da liegen wir genau richtig. 800 Schritte. Das ist erschütternd, ja? Und es gibt zwei Elemente. Es ist erschütternd, wie wenig wir uns bewegen. Und es wäre erschütternd, wenn wir wüssten, wie wenig Nahrung wir wirklich brauchen. Nun versuchen Sie, Gewohnheiten zu ändern. Dazu könnten Sie mal eine Woche ein Ernährungsprotokoll führen. Schreiben Sie ganz ehrlich für sich auf, was Sie essen, was Sie trinken. Vielleicht auch noch, wie viel Sie sich bewegen und wie Sie sich dabei fühlen. Sie werden nach einer Woche zum Teil entsetzt sein, hoffe ich jedenfalls. Dass Sie sagen, oh Gott, was ist diese Woche wieder zusammengekommen? Viele meiner Patienten sagen, ach komm, wir brauchen dich gar nicht mehr, Klaasen. Ich weiß schon, wo das Problem liegt. Also Gewohnheiten ändern. Nun, Darmgesundheit hängt eben von vielen Elementen ab und ist die Basis für unsere Gesamtgesundheit.
Das hängt vor allen Dingen ab natürlich von unserer Mikrobiota, das heißt der Zusammensetzung aller Bakterien. Und diese Zusammensetzung sollten wir pflegen und sehr ernst nehmen. Was lernen wir daran? Der Mensch ist ein offenes System. Ohne diese Bakterien würden wir nicht zurechtkommen. Drei Dinge sind zu beachten. Fast alles im Leben ist eine Frage der Dosis. Und du finde deine. Essen Sie nur, bis Sie drei Viertel gesättigt sind. Ich weiß nicht, wie es in München ist. Dafür bin ich zu selten hier. Aber da, wo ich es beobachten kann, essen zu viele Menschen bis sechs Viertel, manchmal sieben Viertel. Drei Viertel wäre wunderbar. Und machen Sie es so, dass Sie ein klein bisschen zum Essen trinken. Ein Wasser, einen ungesüßten Tee. In seltenen Fällen auch mal ein Glas Wein natürlich. Dann werden Sie sehen, das hilft schon, Richtung drei Viertel zu kommen. Und dann ein Trick. Wenn Sie Heißhunger auf Süßigkeiten haben, hilft ein Bitterstoffkonzentrat. Wir haben das in einer Sendung erwähnt. Und am nächsten Abend war in den Hamburger Apotheken der Bitterstoff ausverkauft. Sie sehen, das Problem betrifft nicht Einzelne. Und das ist dasjenige, was man auch ernst nehmen sollte. Viele Hamburger tragen jetzt ein kleines Fläschchen an Bittertropfen in der Tasche als Notfalltropfen. Es gibt 200 Pflanzen im Naturreich, die Bitterstoffe haben. Zum Beispiel gelber Enzian, Wermut, Pomeranze und so weiter. Sie können mit Ihrer Apotheke sprechen oder Sie kaufen sich von vornherein einen Bitterstoff, gehen nur einfach dahin und sagen, ich möchte einen Bitterstoff haben, für den Notfall. Das heißt, Sie stehen wieder vor der Schokolade oder vor den Gummibärchen und Sie wissen, jetzt geht gleich der Tatort los und normalerweise tue ich da die Chips hin und hier tue ich die Bärchen hin und da die Schokolade. Und weil es so spannend ist, haben Sie gar nicht gemerkt, dass nachher wieder alles weg ist. Das wollen Sie nicht. Dann stellen Sie da jetzt die Bittertropfen hin und daneben einen halben Apfel. Dann hätten Sie die Chance dieser Entwicklung in die Zukunft. Vielen Dank.